Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach westlichen Astrologie. Liebe Muay Dana, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du hier siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. Das habe ich in Teil 2 erklärt. Dieses Geburtshoroskop bleibt so stehen, da ändert sich gar nichts und zeigt, wie standen die Sterne über dir in dem Moment, wo du geboren bist, in dein erster Atemzug. Und das ist einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Also hier ändert sich gar nichts. Was sich ändert, das bist du, dein Leben ändert sich. Und das beginnt immer hier am Aszendent, weil das symbolisiert den Geburtsmoment. Und hier bewegen wir uns und machen wir unsere Lebensschritte und wir erleben das als Phasen, als Lebensphasen, das sind die 7 Jahren Perioden und so kennenlernen wir immer die einzelnen Tierkreiszeiten, weil in diesen Lebensphasen ist immer die wichtigste Thema das, was diese Tierkreiszeichen vermitteln und natürlich die Einflüsse von außen wirkt das auch und ich könnte sagen, wir bewegen uns auf diesem Boden. Du bewegst du dich gerade in, auf einen Boden und das gehört zu Tierkreiszeichen Zwillinge. Du befindest dich gerade in einer Zwillingsphase und das bedeutet für dich etwas Neues lernen in dieser Zeit. Die Neugier, vieles Neues entdecken, erkunden, bedeutet auch etwas spielerischer betrachten. Du siehst auch jugendlich aus oder bist du viel, viel unterwegs in Bewegung und die Luftelement gehört auch dazu. Du verspürst diese Leichtigkeit und du brauchst auch einen gewissen Freiraum zur Zeit. Also du lebst gerade diese Phase. Nicht nur du machst diese Bewegung, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung löst etwas aus in unserem Leben, löst etwas auch im Geburtshoroskop. Immer in diesem Lebensbereich, wo dieser Tierkreiszeichen ist, wo sich gerade ein Planet sich bewegt. Wenn das zum Beispiel die Tierkreiszeichen Steinbock ist, dann löst hier im zweiten Lebensbereich bei dir etwas aus, wo das um Werten geht oder um die Finanzen geht. Und so weiter. Also wir können alle einzelnen Lebensbereiche so beschreiben. Jetzt komme ich zum Schleudern, weil ich habe ziemlich lang die westliche Astrologie vertreten, bis mir das stutzig gemacht hat, warum beschreiben die Astronomen das anderes? Es war nie übereinstimmend. Ich habe das versucht zu verstehen, habe ich ziemlich lang auch beobachtet, bis ich dann zu diesem Ergebnis gekommen bin, dass die indische Astrologie stimmiger ist. Andere Berechnung und dann habe ich die Einklang gefunden, was für mich persönlich stimmig ist. Ich möchte nicht sagen, eine oder andere ist richtig, das muss jeder selber wissen, aber für mich persönlich ist die indische Berechnung präzis und das habe ich wirklich verglichen so mit den astronomischen Berechnungen und da stehe ich dahinter.
Und wenn ich jetzt bei diesem Jahreshoroskop erkläre, wo Sonne, Mond, Planeten bewegen, dann gehe ich auf die westliche Richtung. Ich stehe nicht mehr dahinter. Das muss ich sagen, das muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe das angeboten, wenn jemand wünscht sich nach westlicher Astrologie, dann mache ich das. Aber ich stehe nicht dahinter. Und wir starten jetzt mit Januar 2019 und ich beginne außen in unserem Sonnensystem, weil das ist so. Sonne ist der Mittelpunkt unserem Sonnensystem und die Planeten kreisen um die Sonne. Und die Reihenfolge ist Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Und die Planeten, die näher zu der Sonne befinden, die sind schneller. Also sprich Merkur und Venus. Und die bewegen ganz, ganz schnell. Also kann nicht sein, dass durch ein Merkur- oder Venus-Energie wir immer schicksalhafte Veränderungen haben. Nein, sie wirken auf unserem Alltag. Und wenn ein Planet weiter weg von der Sonne befindet, dann umso langsamer wird. Das hängt mit der Gravitation zusammen. Ist dann langsamer. Und bei diesem langsamen Planeten, bei dieser Bewegung, dann erleben wir größere Veränderungen. Das sind wirklich schicksalhafte Veränderungen. Und ich beginne jetzt mit dem letzten Planet unserem Sonnensystem. Und das ist der Planet Pluto. Und Pluto befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, Pluto wirkt auf deine Finanzen, aber zeigt auch deine Werte. Bleib in dieser inneren Kraft und sei davon überzeugt, dass die Finanzen auch in Ordnung kommen. Aber achte auch auf dein Selbstwertgefühl und lass das von niemand verletzen. Dann kommt der nächste Planet, Neptun. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das kann etwas auslösen in deiner Wohnsituation, dass du deine Träume verwirklichen kannst. Aber Vorsicht mit Neptun-Energie, das kann auch undurchschaubar, täuschend sein. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und Uranus befindet sich im Widder. Saturn befindet sich im Steinbock. Hier hast du gerade auch Lernaufgabe, auf die Werte achten, auf die Finanzen kümmern. Sonne und Merkur, aber gehen wir in die Reihenfolge. So habe ich angefangen, genau. Jupiter ist im Schütze. Du hast jetzt mehr Möglichkeiten, Chancen in dein Leben, dein Selbst zu lieben, das in Ausdruck bringen, hast auch dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden und zeigt auch optimistische Haltung. Mars befindet sich im Widder. Das ist die Kraft und in dieser Richtung kannst du deine Kraft einsetzen. Kann auch eine männliche Person sein. Venus zeigt die Weiblichkeit und auch die Liebe, ist im Schütze. Also für dich ist jetzt gerade im Januar wichtig, deine Weiblichkeit oder du änderst etwas in dein Aussehen, neue Kleider, andere Haarschnitt oder gehst zum Kosmetik. Also es ist sehr wichtig, das Aussehen, das gepflegte Aussehen, aber wichtig ist auch die Liebe, Partnerschaft. Merkur kann eine Nachricht sein, kann auch Verträgen bedeuten, ist im Steinbock. Das ist möglich, dass hier um die Finanzen kümmern muss
oder unterschreibst einen Vertrag oder hast du Termine in Bank oder alles, was mit Geld zu tun, kann auch bedeuten, dass du ein Buch kaufst und da gibst Geld aus. Sonne befindet sich auch im Steinbock, das ist die Lebensenergie, was hier fließt. Die Mondphasen, ich kann nicht in diesen Aufnahmen die einzelnen Tage beschreiben, wo sich die Mond bewegt. Das ist eine schnelle Bewegung, sonst würde diese Aufnahme unendlich lang. Aber ich beschreibe die Mondphasen, Vollmond, Neumond und Halbmond. Ein Neumond bedeutet immer gewisser Rückzug, zur Ruhe kommen, nachdenklich zu sein, meditieren. Und immer in diesem Lebensbereich, wo im Horoskop die Neumond dann befindet. Halbmond ist eine gewisse Spannung. So ein Mond steht bei Halbmond immer in Spannung und das spüren wir auch. Dann sind wir unsicherer oder entsteht Nervosität. Immer in dem Lebensbereich, wo sich dieser Halbmond befindet. Vollmond ist im vollen Glanz. Zeigt auch Licht, Orientierung, Klarheit oder die Wahrheit, die Suche nach der Wahrheit. 21. Januar ist Vollmond im Löwe, 27. Januar ist Halbmond im Skorpion. Februar, was ändert sich? Mars ist im Stier. Sonne ist im Wassermann. Venus ist im Steinbock. Und Merkur ist in Fischen. Also in diesem Monat Februar kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für etwas Schönes. Kann auch bedeuten, dass Geld kommt von einer Frau oder du gibst Geld für eine Frau. Aber in der Liebepartnerschaft ist wichtig, auf die Werte zu achten, dass der Partner Wertschätzung entgegenbringt. Die Lebensenergie fließt im dritten Lebensbereich. Das heißt, hier kannst du erleben, Ausbildung oder Kontakte im Internet, Verbindungen, Kontakte, Medien. Merkur hier im vierten Lebensbereich kann bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, was mit deiner Wohnsituation zu tun hat. Kann auch bedeuten, es kommt eine Nachricht ins Haus, also privat. Kann auch bedeuten, du brauchst die Ruhe, den Rückzug und liest du ein schönes Buch oder lernst du etwas. Die Kraft, wo du dich einsetzen musst, das ist hier die Arbeit, kann auch bedeuten, eine männliche Person. 4. Februar ist Neumond im Wassermann, 12. Februar ist Halbmond im Stier, 19. Februar ist Vollmond im Jungfrau, 26. Februar ist Halbmond im Schütze. März, also die schnellere Planeten, ändert sich. Also Jupiter bleibt im Schütze, Saturn, Pluto bleibt im Steinbock, Venus ist im Wassermann. Das kann Kontakt sein mit einer weiblichen Person in Nachbarschaft oder Verwandtschaft. Sonne, Merkur ist im Fischen. Die Lebensenergie fließt in deine Wohnsituation oder du brauchst die Basis, die Fundament,
und brauchst diese Ruhe, diese Gelassenheit und bist eher im Rückzug und bist mehr zu Hause, damit wieder deine Lebenskraft hast. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas gebremst ist und wir haben das Gefühl, es geht nichts voran. Rückläufigkeit kann auch bedeuten Vergangenheit. Ein Thema kommt wieder, was wir schon in Vergangenheit erlebt haben. Oder jemand meldet sich von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig bis 29. März. 6. März ist Neumond in Fischen, 14. März ist Halbmond im Zwillingen, 21. März ist Vollmond im Waage, 28. März ist Halbmond im Steinbock. April. Uranus übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Und löst hier in deiner beruflichen Situation etwas aus, kommen Umbrüche und Veränderungen. Das muss nicht im April gleich passieren, weil Uranus ist 7 Jahre lang in ein Tierkreiszeichen. Das heißt, Uranus wirkt 7 Jahre lang hier in diesem Bereich. Jupiter bleibt im Schütze, Saturn, Pluto bleibt im Steinbock, Merkur, Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur war rückläufig und Venus ist auch hier. Hier kannst du mit Gesprächen rechnen. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person dich besucht oder du verschönerst etwas in Wohnsituation oder kaufst ein Buch oder Zeitschrift, wo das um Einrichtung geht. Wir müssen nicht immer große schicksalhafte Veränderungen rechnen, wenn ein Planet wirkt, wenn das um die schnellere Planeten handelt. Und Sonne ist im Widder. Hier fließt die Lebensenergie und spürst deine schöpferische Kraft. Und Mars ist in Zwillingen. Das kann eine männliche Person sein. Und hier gerade in diesem Bereich Partnerschaft. Und hast du ein Mars-Wiederkehr, weil in deinem Geburtshoroskop befindet sich Mars auch im Zwillingen. Mondknoten habe ich noch gar nicht erwähnt. Ganzes Jahr nach dieser westlichen Berechnung ist die absteigende Mondknoten im Steinbock und symbolisiert die alte Karma. Und die aufsteigende Mondknoten, die neue Richtung, das ist dann im Tierkreiszeichen Krebs hier, was hier im 8. und 7. Lebensbereich wirkt. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond im Widder. 12. April ist Halbmond im Krebs. 19. April ist Vollmond im Waage. 26. April ist Halbmond im Krebs. In Wassermann. Mai, Merkur, Venus ändert sich, Sonne auch. Das heißt, Sonne, Merkur, Venus und auch Uranus, alles ist im Stier. Die ganze Energie fließt hier im 6. Lebensbereich. Die Bereich die Arbeit und Gesundheit.
Mars ist noch in Zwillinge, aber Mai übergeht dann im Krebs. 4. Mai ist Neumond im Stier, 12. Mai ist Halbmond im Löwe, 18. Mai ist Vollmond in Skorpion, 26. Mai ist Halbmond in Fischen. Juni, was sich immer ändert, das ist die Sonne, Merkur, Venus, Mars auch oftmals übergeht im Krebs. Sonne und Venus ist in Zwillinge und Merkur ist im Krebs. Die Lebensenergie fließt in Partnerschaft, Venus, die Liebesplanet auch, und Mars und Merkur hier im 8. Lebensbereich, hat aber noch einen Einfluss auf die Partnerschaft, also achte auf die Gespräche mit einer männlichen Person oder kommt eine Nachricht, eine wichtige Nachricht. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Zwillingen. 10. Juni ist Halbmond im Jungfrau. 17. Juni ist Vollmond im Schütze. 25. Juni ist Halbmond im Widder. Juli. Sonne Venus ist im Krebs. Und Merkur und Mars ist im Löwe. Mars bewegt sich etwas langsamer als Merkur und Venus, aber bei Merkur und Venus kann passieren durch diese schnelle Bewegung, dass innerhalb von einem Monat schon die Tierkreiszeichen verändert. Aber ich kann nicht so auf die einzelnen Tage eingehen, sonst wird diese Aufnahme wirklich wichtig. Nur wo, in welche Richtung, wo in meisten Zeit Merkur oder Venus in einzelnen Monat befindet. Also du kannst erkennen, dass hier die Mars-Energie, und das kann eine männliche Person ist, und Merkur eine Nachricht hier im 9. Lebensbereich im Ausland liegt. Das kann Auslandskontakte bedeuten, Nachricht von Ausland, kann aber auch bedeuten, dass du deine ganze Kraft einsetzt und eine Fremdsprache beginnst du zum Lernen oder Kontakte im Ausland. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Krebs. 9. Juli ist Halbmond im Waage. 16. Juli ist Vollmond im Steinbock. 25. Juli ist Halbmond im Stier. August. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe. Die ganze Energie und diese schnellere Planeten können auch einiges auslösen, ist in die Richtung 9. Haus, wo um Bildung geht oder die Suche nach Wahrheit, Erkenntnisse zu gewinnen, philosophische Frage zu stellen, nach innen schauen, diese innere Reise, Spiritualität, aber bedeutet auch Ausland und Reisen. 2. August wird
Merkur direktläufig, das heißt, ändert sich die Richtung oder kommt alles in Bewegung, kommen Gespräche, Kontakte. 12. August wird Jupiter direktläufig und hier wirkt bei dir im Schütze und das hat einen Einfluss auf dein persönliches Leben, dein persönlich, endlich geht alles voran ab 12. August. Und 12. August wird Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Löwe, 7. August ist Halbmond in Skorpion, 15. August ist Vollmond im Wassermann, 23. August ist Halbmond im Zwillinge, 30. August ist Neumond im Jungfrau. September. Sonne, Merkur, Mars und Venus ist im Jungfrau. Aktiviert dein 10. Lebensbereich und das ist die Krone des Baumes. Und das heißt, du brauchst Anerkennung, Ansehen oder bekommst du auch, bedeutet auch deine Berufung, Gespräche, Kontakte, oder die Suche nach deiner wahren Berufung, Bewerbungen zu schreiben, wenn das um berufliche Veränderungen geht. Bei diesen schnelleren Planeten muss das nicht immer diese Veränderungen sein, aber bewegt sich einiges in deiner beruflichen Situation. 18. September wird Saturn direktläufig. Das hat eine sehr große Bedeutung, weil Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Und solange bis diese Rückläufigkeit da ist, haben wir natürlich Themen, karmische Themen, Erinnerungen, ganz klar. Aber das bremst auch ein bisschen und erst wenn da direktläufig ist, dann ändert sich die Richtung, dann geht alles voran. Und das ist im Steinbock, wo erlebst du diese Bewegung, diese Richtungsänderung, dass endlich alles vorangeht in Finanzen. 6. September ist Halbmond im Schütze, 14. September ist Vollmond in Fischen, 22. September ist Halbmond in Zwillinge, und 28. September ist Neumond im Waage. Oktober. Sonne und Mars ist im Waage. Hat einen Einfluss auf die Freundeskreis, Bekanntenkreis oder kann auch bedeuten, dass hier du begegnest du mit einer männlichen Person, entweder im Freundeskreis oder in einem Verein. Venus und Merkur ist in Skorpion. Und hier in Skorpion handelt es sich um Geheimnisse, weil die Skorpion befindet sich im 12. Lebensbereich. Entweder Geheimnisse in die Liebe oder wenn du etwas erlebst in die Liebe, Partnerschaft, dann sprich nicht darüber, sondern schweige. Kann auch bedeuten, bei Venus-Energie, dass eine weibliche Person spricht mit dir und sie erzählt ihre Geheimnisse. Aber bedeutet auch hier im 12. Lebensbereich geheime Feinde, dass eine Frau über dich redet hinter deinen Rücken. Das sind die Möglichkeiten, diese Position, dieser Einfluss hier im 12. Lebensbereich zum Deuten.
4. Oktober wird Pluto direktläufig. 5. Oktober ist Halbmond im Steinbock. 13. Oktober ist Vollmond im Widder. 21. Oktober ist Halbmond im Krebs. Und 28. Oktober ist Neumond in Skorpion. November. Sonne und Merkur, auch Mars, ist im Skorpion. Alles ist hier im Skorpion. Immer noch die Geheimnisse, geheime Gespräche, aber diesmal ist es nicht eine Frau, sondern mit Mars ist eine männliche Person. Kann auch bedeuten, dass Mars gar nicht eine männliche Person hier symbolisiert, sondern deine eigene Kraft. Und dass du zurückhalten sollst, damit du in Kraft bleibst. Du brauchst einen gewissen Rückzug, die Ruhe. Aber die Gespräche haben hier auch eine Bedeutung, weil bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche. Entweder das ist alles so geheimnisvoll oder du suchst die Geheimnisse des Lebens. Bedeutet auch, dass du sollst du schweigen. Kann auch bedeuten, dass jemand erzählt etwas über ihre oder seine Geheimnisse. November befindet sich Venus im Schütze und das hat für dich persönlich eine große Bedeutung, weil du hast Aszendent Schütze, du achtest auf dein äußeren Erscheinungsbild oder ändert sich etwas, neue Haarschnitt oder neue Kleider oder dein Auftreten, also du achtest auf dein Aussehen. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Und da sollst du auch die Sprache zurückhalten, nicht so viel vermitteln, besonders hier in diesem Bereich, wo das auch um geheime Feinde handeln kann. Und hier bei Sonnenenergie, was alles ins Licht bringt, kann bedeuten, du vertraust jemand. Und die erzählt das, also bringt ins Licht. Und dann fühlst du dich verraten. Kann auch bedeuten bei dieser Sonnenenergie, dass du öffnest die Augen und du erkennst etwas. Und es sind Geheimnisse. Und du erfährst die Wahrheit. Also zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Ab 28. November ist Neptun auch direktläufig. 4. November ist Halbmond im Wassermann. 12. November ist Vollmond im Stier. 19. November ist Halbmond im Löwe und 26. November ist Neumond im Schütze. Dezember. Mars ist noch im Skorpion, also Mars kann ich noch hier im Skorpion lassen und das bedeutet auch deine Kraft, deinen eigenen Kraft. Entweder fühlst du dich so kraftlos und brauchst den Rückzug und Ruhe oder du sollst dich behaupten, durchsetzen, aber du traust es nicht zu, bist eher im Rückzug. Kann natürlich auch eine männliche Person sein. Sonne und Merkur ist im Schütze. Und Jupiter übergeht im Steinbock. Sonne und Merkur ist im Schütze und Dezember übergeht Jupiter im Steinbock.
hat dann einen Einfluss auf deine Finanzen und verbessert auch deine Finanzen. Jupiter ist etwa ein Jahr lang dann im selben Tierkreiszeichen. Und somit Jupiter wirkt ein ganzes Jahr dann auf deine Finanzen vorteilhaft. Und Venus befindet sich auch hier im Steinbock. Also hat auch mit deinen Finanzen etwas zu tun. Venus kann auch Glück bringen, aber kann auch bedeuten, du gibst in dieser Zeit gerne Geld aus für etwas Schönes. Bei Jupiter kann passieren, dass man das etwas übertreibt. 4. Dezember ist Halbmond im Fischen. 12. Dezember ist Vollmond in Zwillinge. 19. Dezember ist Halbmond im Jungfrau. Und 26. Dezember ist Neumond im Steinbock. Liebe Muaidana, das war dieses Jahreshoroskop 2019. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.